Jedenfalls, ja, wie würde sich das auswirken? Meiner Meinung nach ist das Risiko einfach nicht wert, dass man riskiert, dass im Prinzip jeder, der plötzlich auf die Idee kommt, im Wald ein Feuer machen zu wollen, das tun darf. Vor allen Dingen, das ist ja egal im Schwarzwald. Wirklich, da verteilt sich es ja einigermaßen, wenn man es in so einem waldreichen Gebiet irgendwie betrachtet. Aber zum Beispiel ein Vorort von Berlin, wenn man das da den Leuten erlaubt und jeder rennt, dann wird es da irgendwann voll. Oder um zum Beispiel Frankfurt, Hamburg, irgend so eine Stadt drumherum, in wirklich stadtnahen Bereich, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das irgendwann mal voll wird. Zumal es ja doch langsam, aber sicher schon fast ein Trend wird, eben unser ganzes Naturhobby. Wir werden mehr. So viel ist sicher. Wir wissen nicht, wie viele wir sind, aber es ist definitiv sicher, dass wir mehr werden. Wir werden nicht weniger. Und ja, wie viele werden wir denn irgendwann mal? Ist es dann doch mal irgendwann so, dass es eng wird? Weil statistisch gesehen haben wir, selbst in Regionen, die wenig Bevölkerung haben, beispielsweise Forbach im Schwarzwald, die haben aufgrund ihrer enormen Ortsfläche, die zu 95% gefühlt, nicht ganz, aus Wald besteht, haben die bloß eine Einwohnerzahl von, ich glaube, 17 Einwohnern pro Quadratkilometer oder was. Aber selbst 17 Einwohner pro Quadratkilometer in so einem ländlichen Gebiet. Wenn die alle ein Feuer machen im Wald, wird es auch eng auf dem einen Quadratkilometer. Das ist halt einfach für mich wichtig, dass es nicht erlaubt ist, um eben den Worst Case ausschließen zu können. Dass man dann von vornherein zumindest rechtlich ausschließen zu können. Es kann natürlich trotzdem dazu kommen, aber dass man wenigstens die rechtliche Handhabe hat, zu sagen, das geht nicht. Jawohl. Ich denke, das fasst meine Meinung ganz gut zusammen. Okay, jetzt wollte ich ja noch auf, ich glaube es waren 3 Alternativen eingehen, die man eventuell anders machen könnte als die Ist-Situation mit der Gesetzeslage, wie wir sie haben, die wir ja so akzeptieren müssen. Es sei denn, wir gehen in die Bibliothek, in die Politik und versuchen daran was zu ändern. Solange wir das halt eben nicht wollen oder zu faul dafür sind oder es auch nicht hinbekommen, müssen wir rechtlich gesehen selbstverständlich damit leben. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber was man vielleicht tun könnte, wenn man in die Politik gehen würde, nun mal theoretisch, und durchsetzen wollte, dass es sich dann verändert, da sind 3 Dinge im Gespräch. Das eine habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen, das wäre quasi eine Regelung wie in Schweden, dass man sagt, jeder darf die Natur nutzen, die ja lustig ist, in Anführungszeichen, mit einer leichten Beschränkung, wie sie in Schweden gilt, die da lautet, du darfst überall zelten, du darfst überall, fast überall, außer in Orten, wo es halt eben nicht erlaubt ist. Da gibt es gar nicht so wenige, wie alle immer denken. Aber auf dem Großteil der Landesfläche darf man schon nahezu überall Feuerle machen mit Holz, das man vom Boden aufgesammelt hat. Also damit ist quasi automatisch erlaubt, dass man überall übernachten darf. Übrigens für eine Nacht. Wichtig ist für eine Nacht. Das schließt das Recht zum Übernachten für eine Nacht ein. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass irgendjemand langfristig ein Lager errichtet. Das darf man da nämlich auch nicht. Also irgendwie so einen Bushcrafter-Bunker bauen, das geht in Schweden genauso wenig wie hier. Beziehungsweise in Schweden ginge es für eine Nacht. Aber das macht ja wohl kaum wenig nennenswert Sinn. Ja, und halt eben das mit dem Feuer machen, dazu muss man noch dazu sagen, das gilt eben, wie gesagt, nicht in geschützten Gebieten und auch nicht, sobald Waldbrandgefahr besteht. Wenn sie nämlich mal Waldbrandgefahr haben, dann sind die knallhart. Dann ist Feuermachen aber mal sowas von verboten und wird dann auch wirklich richtig krass kontrolliert und genauso krass bestraft. Also da wird man seines Lebens nicht mehr froh, wenn man dann doch ein Feuer gemacht hat, obwohl es gerade verboten ist. Wahrscheinlich wird es deswegen auch so krass bestraft, weil es im Regelfall erlaubt ist und die Leute ja durchaus eine Möglichkeit haben, Feuer zu machen. Und wenn es dann mal gefährlich wird mit dem Feuermachen, dann sollen sie in dem Moment dann doch bitte auch so fair sein und es dann mal sein lassen. Das, so interpretiere ich zumindest jetzt die Situation. Also das wird eben überschätzt. Viele denken, in Schweden darf man alles, jederzeit. Das stimmt nicht. Man darf es nur dann, wenn es wirklich auch keine Gefährdung darstellt. Und an Orten, wo viel Besucherdruck ist, viel Erholungsdruck auf der Landschaft liegt, wird da, genauso wie bei uns übrigens, auch das Gebiet
auf das Betreten der Landschaft auf Wege beschränkt. Das gibt es zum Beispiel in den vielbegangenen Nationalparken. Stellenweise ist es nur eine Empfehlung, dass man nicht vom Weg runter soll. Stellenweise ist es inzwischen wirklich schon an manchen wirklich ganz, ganz, ganz stark begangenen Stellen so, dass man gar nicht mehr vom Weg runter darf. Also auch da, wenn der Besucherdruck da ist, dann machen die da genau dasselbe wie wir und machen dicht. Und in Schweden ist einfach unendlich viel Platz für ganz, ganz, ganz wenige Leute. Wenn dann da noch ein paar Touristen dazukommen, auch wenn es ein paar viele sind und sich übers Land verteilen, sind es immer noch ganz, 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 ganz wenige Leute auf unendlich viel Platz. Wo haben wir in Deutschland bitte unendlich viel Platz, wo niemand ist? Nein, haben wir nicht. Korrekt. Man hat zwar gelegentlich das Gefühl, wenn man im Wald hockt, oh, hier bin ich in der Wildnis, hier bin ich einsam, hier ist weit und breit niemand. Und das mag ja auch stimmen. Aber solche Regionen sind schon relativ selten und da muss man, je nachdem, wo man wohnt, erstmal hinkommen. Ich sage jetzt nur, du wohnst in Berlin, du wohnst in Hamburg, du wohnst München und so weiter und so fort. Dann ist das gar nicht so einfach und macht schon Arbeit, dann entsprechend da rauszukommen. Und wichtig ist halt eben auch irgendwo, dass solche Regionen, die wir haben, die noch einigermaßen abgelegen sind, doch bitte auch abgelegen bleiben. Das braucht auch die Natur. Das braucht man ganz absolut unbedingt, wenn man zum Beispiel das Projekt Wolf auf die Reihe kriegen möchte und den wirklich in Deutschland wieder ansiedeln will. Das ist ja durchaus umstritten. Nicht ganz zu Unrecht, ob man das jetzt nun will oder nicht. Aber für diejenigen unter uns, die den Wolf gerne wieder hätten, auch in einer größeren Stückzahl und bundesweit, für die wäre das zum Beispiel wichtig. Oder ein anderes schönes Tier wie die Wildkatze beispielsweise oder den Luchs. Beide absolut harmlos für den Menschen, also wirklich absolut. Der Luchs hat noch nie irgendwie irgendwem was getan. Das wäre rein technisch gesehen vielleicht möglich, aber ne, ist noch nie vorgekommen. Jo, also so viel zur Alternative Jedermannsrecht in Deutschland. Kann mir nicht vorstellen, dass man das politisch umsetzen könnte und halte es eben einfach wegen unserer Bevölkerungsdichte und der Tatsache, dass man das in den Ländern, wo es das gibt, genauso handhabt wie bei uns. Sobald viel Druck da ist, Bevölkerung auf Land, wird es reglementiert und es gibt eine Regelung, die das einschränkt. Allein daraus kann man ja schon herleiten, dass es bei uns generell grundsätzlich nicht funktionieren würde. Und wenn man sagen würde, okay, du darfst das aber im Schwarzwald überhalb von 900 Metern, dann wird es da wahrscheinlich auch eng werden, könnte ich mir vorstellen. Weil ich kenne ein paar, die wären dann da verstärkt unterwegs, inklusive mir selbst. Das wird dann irgendwann wirklich eng. Jetzt muss ich mal kurz den Akku wechseln und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dass das Bild übrigens nicht besser wird, liegt daran, dass es dunkler wird und ich langsam wirklich dankbar bin hier für meinen Batman-Umhang. Batman. Nee, Superman macht so. Batman nicht. Egal. Also das war das Jedermannsrecht. Variante für die Änderung des deutschen Waldrechts. Was dann noch im Gespräch ist, und was als nächstes im Gespräch ist, wäre der Ansatz, der durchaus eben auch viel diskutiert wird, von, ich nenne es jetzt mal, Bushcraft-Reservate. Dass man also wirklich sagt, okay, das darf man alles nicht im normalen Wald, beziehungsweise so wie bisher halt eben darf man es nicht, aber man weist bestimmte Waldgebiete aus, in denen das man eben dann doch darf. Vielleicht eventuell sogar mit einem kleinen Eintrittshäuschen, wo man dann 1,50 € pro Tag, die man da tätig ist, bezahlen muss, sollte. Oder auf Spendenbasis oder irgendwie sowas. Mir zum Beispiel 1,50 € wäre mir das schon wert, wenn ich den ganzen Tag da irgendwie Hütchen baue und irgendwie rumbuschcrafte. Aus meiner Sicht, der Vorteil von so einer Regelung wäre auf jeden Fall, dass man unter sich ist, dass man überhaupt kein Risiko hat, dass da irgendjemand kommt und weckert. Selbstverständlich dürfte man in so einem Wald dann auch Feuer machen, beziehungsweise es wäre super einfach, ein Schild aufzustellen, dass man heute kein Feuer machen darf, weil die Waldbrandgefahr gerade viel zu hoch ist. Sowas wäre dann ganz einfach zu regeln. Man hätte auch den Austausch mit anderen Bushcraftenden und Survivalenden, was ja auch irgendwie sicherlich für viele von uns ganz interessant wäre. Für viele auch nicht, weil ich mir sicher bin, dass es auch ganz viele von uns gibt, die das Ganze lieber alleine durchziehen. Da zähle ich mich selber auch größtenteils dazu. Ich mache das gerne auch mal in einer Gruppe.
Aber es ist für mich auch wichtig, dass ich es auch alleine mache. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig sogar. Gehört irgendwo dazu, dass das einfach ein Solo-Hobby ist. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, das wäre von der Umsetzbarkeit durchaus realistisch, dass man Waldgebiete eben findet, die vielleicht auch einer Privatperson gehören, meinetwegen dem Fürsten von Schießmichtot, der viel Wald besitzt hat und dann innerhalb seines großen Waldbesitzes, meinetwegen 100 Hektar, als Bushcrafter-Area eben ausweist und dann eben privat jedes Mal, wenn da einer kommt und rumbushcraften will, einen Euro nimmt oder was. Und wie gesagt, da ist dann ganz klar, da darfst du Feuer machen, da darfst du Gaskocher-Dinge aufstellen, da darf sich jeder vielleicht noch für einen zusätzlichen Obolus auch das Recht erwerben, sich eine Hütte hinzustellen, also eine selbstgebaute aus entsprechendem Holz und so weiter und so fort. Man könnte es auch zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft in einem Verein verbinden, dass man sagt, okay, in diesem Waldstück dürfen zeitgleich immer nur 100 Leute meinetwegen drin sein, wenn es 100 Hektar hat, einer pro Hektar. Wenn es halt mal mehr sind, oder man muss sich vorher anmelden, wenn es wirklich so voll werden würde, in Anführungszeichen, dass das notwendig ist, dass du dann sagst, okay, ich mache am Samstag, Sonntag und vielleicht habe ich den Montag noch frei und die 3 Tage würde ich gern, ach Mist, geht nächste Woche nicht, na gut, dann mache ich halt übernächste Woche und man macht, lässt sich quasi einen Termin geben, in Anführungszeichen, wenn es gerade nicht zu voll ist. Ähnliche Regelungen gibt es zum Beispiel auf den weltweit tollsten Wanderwegen, die zum Beispiel in der USA verlaufen. Da sind die Amis mal gar nicht mal so doof gewesen. Überrascht mich ja bis heute noch. Dass zum Beispiel pro Tag nur eine bestimmte Anzahl, 50 Stück, 30 Stück, irgendwie sowas, von Wanderern gleichzeitig auf dem Weg sein dürfen. Das heißt, jeden Tag dürfen nur so viele starten, wie quasi am gleichen Tag wieder auf der anderen Seite rauskommen. Finde ich eine super Regelung, weil es einfach den die Rechnung ist ja wirklich ganz einfach, ne? Viele, viele, viele Personen auf viel, 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 viel Natur macht dann irgendwann aus der viel, 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 viel Natur sehr zerstückelte Natur, weil jede Person, die da hockt und zum Beispiel ein Feuer macht, im Umkreis dieses Feuers, in einem großen Umkreis, soweit der Rauch zu riechen ist für Tiere mit guter Nase, nämlich die Flora und Fauna massiv beeinflusst. Das ist so. Von daher eben eine ganz einfache Rechnung und deswegen die ebenfalls einfache Rechnung, wir haben so und so viel Hektar Platz, wenn wir da pro Tag nur so und so viele Leute drauf lassen, haben wir bei einer angenommenen Gleichverteilung der Personen noch jede Menge Wildnis dazwischen, wo kein Mensch hockt und Feuerle macht beispielsweise. Und so mit dieser Argumentation könnte man halt eben auch so einen Bushcrafter Park in Anführungszeichen rechtfertigen. Nachteil, was ganz, ganz viele von uns stört, eben diese Freiheit und so weiter und so fort, das geht ein großes Stück weit verloren. Und dieses mal eben in den Wald rennen und da sein Ding abziehen und quasi rausflüchten nach draußen in die Natur, das geht dann wirklich ziemlich stark verloren. Für mich wäre es durchaus eine denkbare Ergänzung zum normalen, im Rahmen des Waldgesetzes noch legalen Aktivitäten, dass man dann halt eben die nicht mehr legalen Aktivitäten, wie eben auch das Übernachten am Feuer, wenn man das zu Survival-Trainingszwecken mal ausprobieren möchte, also nur mehr am Feuer, sowas wäre dann problemlos, legal und auch praktisch umsetzbar auf so einem Gelände, weil man sich ja gegenseitig auch mit der Feuerwache ablösen könnte. Da macht man halt ein 4-5-Mann-Lager, alle pennen mit einem eigenen Schrägdach am Feuer und immer einer passt auf, jeweils 1,5 Stunden vielleicht oder irgendwie sowas. Dann können die anderen vergleichsweise lange schlafen und dann machen zwischendrin mal eine Pause. So läuft das ja schon seit Menschengedenken, wenn irgendeine Gruppe im Feindesland unterwegs ist und irgendjemand Wache halten muss. Stelle ich mir im Übrigen auch ganz lustig vor. Hat so ein bisschen was vom großen Biwak bei der Bundeswehr, ne? Wer das mitgemacht hat, weiß, eigentlich war es lustig. Und man hat viele schöne Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel das überquillende Klo oder, lassen wir das. Da kann man übrigens mit einem Stock dann nochmal eine Kuhle in dem überquillenden Substrat bilden, um dann nochmal Platz zu haben, nochmal was reinzusetzen. Ach ja, die gute alte Zeit. Ich wollte das lassen. Ja. Also das wäre eben diese Sache mit dem Bushcraft Park.
Das wäre jetzt nach aktuellem geltenden Recht durchaus möglich, wenn jemand das in seinem Privatwald macht und mit entsprechenden Vorkehrungen, je nach Bundesland übrigens, den Leuten, die sich dann da halt eben angemeldet haben, bei ihm registriert sind, das Feuermachen zum Beispiel erlaubt oder das Bauen eben einer Hütte erlaubt oder das Zelten erlaubt. Gibt Bundesländer, in denen ist das alles vom Waldbesitzer erlaubbar. In vielen Bundesländern musst du fürs Feuermachen eine Erlaubnis von der unteren Forstbehörde mindestens haben. Da ginge das dann nicht. Da könnte das der private Waldbesitzer nicht einfach erlauben. Aber es gibt auch Bundesländer, in denen das geht. So, und bevor ich jetzt hier gänzlich im Dunkeln hocke, wartet mal. Ja, so ist das mit dem Licht definitiv noch mal besser. Jetzt scheint die Sonne nämlich auf mich und nicht hinter mir. Dritte Möglichkeit, und die finde ich ja wirklich extrem spannend, die ist aber nach aktuell geltendem Recht so erstmal nicht umsetzbar, wenn doch, dann nur auf ganz viel Goodwill basierend, wäre der Waldführerschein, nennen wir das jetzt einfach mal. Und ich sehe gerade, der Horizont hinter mir ist doch ein bisschen arg schräg, so sehr am Hang hocke ich gar nicht. Oder doch? Wartet mal. So schräg scheint es tatsächlich zu sein. Nee, halt, dann ist ja der Baum steht ja krumm. Oh, der ist wirklich krumm. Egal, worauf ich hinaus möchte, ist halt eben besagter Waldführerschein, der ganz einfach gesagt darauf basiert, dass man jemanden, dass man wie einen Jagdschein quasi einen Waldschein machen kann. Dass es wirklich eine Ausbildung gibt, in der man lernt, wie machst du ein richtiges Feuer? Wie pennst du draußen? Quasi eine Survival-Ausbildung mit zusätzlichen Sicherheitsgedönse zum Wald nicht anzünden. Vielleicht auch mit so Sachen wie diese Beere darfst du essen, jene Beere darfst du nicht essen. Als Pflichtprogramm für jedermann. So in der Richtung könnte man sich das vorstellen. Schwerpunkt eben auf Verhaltensregeln, dass derjenige, der so eine Ausbildung gemacht hat, dann ganz genau weiß, was darf er nicht. Was muss er beachten, wenn er vom Wald runtergeht, Wildtiere nicht stören und so weiter und so fort. Ja, also so in der Richtung quasi einen Kurs, den muss man machen, der kostet XY Geld und dann muss man noch XY Geld zahlen für eben das Ausstellen einer hochamtlichen Bescheinigung, dass man besagten Kurs gemacht hat und damit jetzt qualifiziert ist, sich im Wald abseits der Wege zu verlustieren. Also wirklich ähnliches Prinzip wie ein Jagdschein, den kriegst du ja quasi auch. Dann, wenn du einen Kurs gemacht hast, in dem du offiziell gelernt hast, wie man jagt. Und dann darfst du es auch. Und so gesehen wäre an einem Waldkurs ein Kurs, bei dem du offiziell gelernt hast, wie man sich im Wald waldschonend verhält. Und dann darfst du es auch. Aktuell ist aber in keinster Weise das irgendwie rechtlich zulässig. Theoretisch könnte man jetzt sagen, irgendein Verein hat einen Wald, einen großen, und der macht so einen Kurs und denjenigen, die so einen Kurs gemacht haben, gibt der Verein dann einen Zettel, dass sie auf dem Vereinsgelände Buschcraften dürften. Das geht. Was aber nicht geht, ist so ein Ding bundeseinheitlich. Das geht überhaupt nicht. Selbst schon bundeslandweit wäre zwar schwierig, das würde aber noch funktionieren. Wenn man sagt, man beschränkt sich eben auf den Wald, der auch dem Bundesland gehört. Das ginge. Also sagen wir mal Baden-Württemberg, sämtlicher Staatsforst in Baden-Württemberg, also dem Land gehörend. Dafür kann man beim Forst BW eben sich so einen Kurs anbieten lassen, den dann machen und kriegt dann von Forst BW als böses Handy, als Organisation eben einen Schein, der einem berechtigt, in Wäldern von Forst BW generell Buschcraften zu dürfen. Wäre denkbar, wäre rechtlich wahrscheinlich irgendwie umsetzbar, aber eben aufs entsprechende Bundesland beschränkt. Wobei ich glaube, das ist eine Einschränkung, womit wir eigentlich ganz gut leben könnten, dass wir dann halt eben sagen müssten, wir dürfen das nur in unserem heimischen Bundesland machen oder, wenn wir zum Beispiel jetzt an der Grenze wohnen, müssen schnell kurz rüberfahren ins andere Bundesland oder rüberlaufen, je nachdem, wie nah man an der Grenze wohnt, das soll es ja auch geben.
Ja, also in so einem Zusammenhang wäre das dann möglich. Was ich aber schwer glaube, woran es scheitern wird, dass es sowas in nächster Zeit irgendwann auch nochmal ansatzweise geben wird, ist A, die Mentalität vieler von uns, was nun mal so ist und nichts Negatives eigentlich ist, aber sich erst eine Bestätigung bzw. eine Bescheinigung dafür abholen zu müssen, dass man sich im Wald aufhalten darf, das geht ganz vielen von der Denkweise gegen den Strich, da bin ich mir sicher. Und ja, ob das nun gut ist oder schlecht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich jetzt keine Meinung zu, man muss ja auch nicht zu allem eine Meinung haben. Ich fände es aber auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr spannende Möglichkeit, wenn das so eben funktionieren würde und man das auf Landesebene hinkriegen würde. Aber zweite Sache, woran es definitiv scheitern wird, dafür bräuchte man irgendeine Instanz, einen Zusammenschluss, eine Interessensvertretung der Bushcrafterschaft, der Survivalistenschaft, was auch immer. Wir bräuchten einen Verein, wie zum Beispiel die Jäger ihren Jagdverband haben. Dann bräuchten wir einen Bushcrafter-Verband. Und da wir ein Haufen von zumindest Teilzeit-Einzelgängern sind, könnte es schwierig werden, uns wirklich als absolut geschlossene und einheitliche, auch rechtlich zusammengefasste Community zusammenzubekommen. Und erst wenn wir dann quasi wirklich so eine juristische Person bilden, einen Verhandlungspartner und auch die Forstverwaltung eine Struktur in einen festen Verein quasi sieht, mit dem sie verhandeln kann und nicht einen völlig losen Zusammenschluss von irgendwelchen Freigeistern, die im Wald rumrennen, die zum Teil zumindest den Eindruck erwecken, sehr anarchistisch geprägt zu sein, ist ja in vielen Fällen auch durchaus zutreffend. Ja, das wird nicht funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine sehr traditionell konservativ denkende Struktur wie ein Landesforstverwaltung, das ist generell immer so. Mein Förster ist immer altmodisch. Ich bin da auch im Rahmen dieser Denkweise ausgebildet worden, in Anführungszeichen. Und das stellt sich halt irgendwann einfach mal ein, dass man auch sehr langfristig und sehr starr an den gegebenen Strukturen hängen bleibt. Allein schon, weil man im Wald ja einen 10-Jahres-Rhythmus planen muss. Und irgendwelche kurzfristigen Veränderungen sind einem immer ein bisschen ein Dorn im Auge. Egal, was man mit dem Wald zu tun hat. Ob man jetzt ein Ranger ist, ein Förster, ein Forstwissenschaftler, was auch immer. Ganz egal. Selbst der Holzfäller mag es nicht, wenn da irgendwelche Innovationen aufkommen. Ja, also wenn es funktionieren würde, eben sowas durchzusetzen, dann nur vorher mit einer wirklich gut organisierten Struktur, die uns als Gruppe ein bisschen ein Gesicht nach außen gibt. Da müsste man dann also auch wirklich, das würde nicht unter einem großen Verein, der auch einen hauptamtlichen Vorstand hat, der davon lebt, dass er diesen Verein vertritt, garantiert nicht funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit irgendwelchen ehrenamtlichen, kleinen, gemeinnützigen Tätigkeiten zu tun wäre. Also das gesamte Ding. Ein paar gemeinnützige Mitglieder selbstverständlich, aber man bräuchte zumindest sicherlich einen 4-5 Nasen starken Vorstand von Menschen, die da auch ein bisschen zumindest Teilzeit angestellt sind von besagten Verein. Und es müssten halt auch noch Leute sein, die sich mit der Thematik irgendwie nachweislich richtig gut auskennen. Das könnte auch von Vorteil sein. Und das ist jetzt wieder ganz schwierig, weil was muss man sein, um sich nachweislich mit Bushcraft auszukennen? So ein Bushcraft-Trainer, jemand, der davon lebt, vielleicht auch erfolgreich davon lebt, der hat sich das alles bloß selber beigebracht. Und das ist halt eben wiederum schwierig, da die Landesforstverwaltung ja ein staatliches Organ ist. Wenn da jemand kommt, der sich alles selber beigebracht hat und sagt, er ist jetzt Bushcraft- und Survival-Experte, ja, ist er das jetzt wirklich oder behauptet er nur das zu sein? Schwierig. Ich mag diesen Begriff im Übrigen deswegen auch nicht, dass man dann da entsprechend Experte ist, weil man vielleicht auch irgendeine staatlich nicht anerkannte Ausbildung durchlaufen hat. Ich will die Leute, die das gemacht haben, und wenn sie davon leben können, wunderbar, ich gönn's euch, wirklich. Will ich auch niemanden schlecht machen, aber es ist halt schon schwierig, das dann als Forstverwaltung, die wirklich eine ganz etablierte, traditionelle Struktur ist, das dann anzuerkennen. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Am ehesten müsste man dann wahrscheinlich, und das ist keinesfalls Eigenwerbung, irgendjemanden, der Forstwirtschaft in irgendeiner Form gelernt hat, sei es der Forstwirtschaftsmeister oder halt dann doch tatsächlich so jemand wie ich, ohne dass das jetzt Eigenwerbung ist, ich habe da keinen Bock drauf, vielleicht in den Vorstand setzen oder ähnliches. Das könnte ich mir dann vorstellen, dass es so eventuell funktionieren könnte. Eine andere Option sehe ich eigentlich nicht. Gut. Und dann sind wir durch. Und jetzt würde mich wirklich brennend eure Meinung zu dem Thema interessieren. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich nicht so wirklich dazu komme, nennenswert noch alle Kommentare zu beantworten. Aber ich bin momentan wieder dabei, dass ich doch zumindest sporadisch mir die interessanten Dinger rauspicke und da dann auch eine ausführliche Antwort wieder schreibe. Das ist jetzt so das, worauf ich gerade hinaus will, kommentiertechnisch. Nur einzelne Kommentare, vielleicht auch nur jeden zehnten, aber wenn eine Antwort, dann eine doch ausführliche, sodass das quasi so ein bisschen repräsentativ für den Konsens, den ich unter dem Video rauszulesen meine, ist, was ich dann antworte. So ist zumindest der Plan. Ob das funktioniert, kann ich noch nicht so ganz versprechen, aber das ist sicherlich jetzt hier dieses Video definitiv, beziehungsweise dieser Mehrteiler, weil er schon wieder so lang geworden ist, ist definitiv was, wo ich meinen Diskussionsschwerpunkt ein wenig drauf lenken werde. So, und damit wäre jetzt, glaube ich, alles gesagt. Außer, dass ich finde, dass mein Chemek hier farblich relativ gut zu meinem Hut passt. Oh mein Gott, das klang jetzt fast schon weiblich. Oh. Oh. Schlimm. Vielleicht fällt übrigens auch eine Frau in mein Loch da hinten. Das habt ihr vielleicht in dem anderen Video schon gesehen. Das wäre ja auch ganz lustig. So eine Fallgrube für Frauen, für Junggesellen. Darauf melde ich mir, glaube ich, mal ein Patent an. Oh, da kriege ich wieder Ärger nach Hause bei solchen Äußerungen. Oh. Macht's gut. Ciao.